Auf der 5. Bayerischen Verkehrssicherheitskonferenz in der ADAC-Zentrale in München zieht Verkehrsminister Joachim Herrmann eine positive Halbzeitbilanz des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2020, das er 2012 mit zahlreichen Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen gestartet hat. Wir investieren in gebaute Sicherheit auf unseren Straßen, das heißt, dass Unfallschwerpunkte beseitigt werden, Kreuzungen umgebaut werden, Kurven begradigt werden, dort wo wir wiederholt Unfälle festgestellt haben. Wir kontrollieren ordentlich vor allen Dingen Alkohol, überhöhte Geschwindigkeiten und wir werden die Aufklärung der Verkehrsteilnehmer noch weiter verbessern, dass wir gezielt auf spezielle Unfallgefahren hinweisen. Das ist bereits gelungen, denn die aktuelle Zahl der Verkehrstoten in Bayern ist mit 614 auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Verkehrsunfallaufzeichnungen. Die Erfolgsbilanz ist sehr positiv, insbesondere weil die Zahl der Verkehrsunfalltoten in Bayern zurückgegangen ist. Wir haben aber noch einen Schwerpunkt, den wir insbesondere im Bereich des Schwerverkehrs erkennen. Und hier werden wir uns sehr stark engagieren. Und das weitere Segment sind insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer, Kinder, ältere Senioren, wo wir nochmal ganz intensiv mit Präventions- und Aufklärungsarbeit versuchen wollen, in der zweiten Halbzeit auch hier eine entsprechende Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen, der Totenzahlen zu erreichen. Ein besonderer Erfolg, der ja auch in der Bayerischen Statistik zum Ausdruck gekommen ist, ist der Rückgang der Verletzten bei den Fahranfängern, also im Bereich zwischen 18 und 24 Jahren. Das ist zum einen auf das begleitete Fahren zurückzuführen, auf der anderen Seite sicherlich auf die 0,0-Promille-Grenze. Ich finde, man muss mehr informieren. Informationskampagnen können helfen. Und wenn nicht wir, die Medien, wer soll sonst eben dazu beitragen, um diese Informationen zu verbreiten? Insbesondere der Schutz von Kindern ist eine wichtige Aufgabe. Wir werben dafür, dass wir hier noch mehr Schulweghelfer bekommen. An allen Übergängen, wo Schulweghelfer und Schülerlotsen im Einsatz sind, sind schon seit Jahren keine tödlichen Unfälle mehr vorgekommen. Das heißt, es lohnt sich, auch da in die Prävention zu investieren.